heißen Sie? Woher kommen Sie? Guten Tag, mein Name ist Philipp Rowe. Ich komme aus Berlin und lebe jetzt seit mehr als 10 Jahren in Moskau. Was machen Sie hier in Moskau schon? Ich habe in Moskau vor 11 Jahren meine Firma gegründet, Artax Rufir Consulting. Und diese Firma hilft deutschen Unternehmen in Russland bei allen rechtlichen, steuerlichen und Buchhaltungsfragen. Außerdem habe ich die Webseite, also Ostexperte, gegründet, die über Russland auf Deutsch berichtet. Danke. Könnten Sie uns bitte eine besondere Geschichte oder Anekdote aus Ihrem Berufsleben in Russland erzählen? In Russland gibt es so viele Anekdoten. Wenn man daran denken muss oder wenn einem eine einfallen soll, fällt einem keine ein. Aber ich kann mich erinnern, wo ich gelernt habe, was Savtra Budet bedeutet. Denn ich habe gelebt im Studentenwohnheim und das Licht war kaputt und ich bin zu der Dijonaie gegangen und habe gesagt, das Licht ist kaputt. Wann wird repariert? Da hat die Dijonaie gesagt, Savtra Budet. Und am nächsten Tag bin ich wiedergekommen und habe wieder gefragt, wann wird das Licht repariert? Hat sie wieder gesagt, Savtra Budet, Savtra Budet. Und nach 3 oder 4 Tagen habe ich dann verstanden, was das bedeutet. Wie ist Ihr Interesse an russischer Sprache und Kultur entstanden? Mein Großvater hat mich nach Russland geschickt. Mein Großvater hat vor langer Zeit in Russland studiert und wollte mich immer nach Russland schicken, aber ich wollte nicht. Aber irgendwann hat mein Großvater dann gesagt, Philipp, du hast jetzt Ferien, was willst du machen? Willst du in den Ferien in Berlin rumhängen oder willst du nach Russland fahren und dir Russland mal anschauen? Zuerst habe ich gesagt, ich will in Berlin rumhängen. Aber danach habe ich gedacht, ich schaue es mir mal an. Und dann bin ich nach Russland gefahren, nach Tambov. Und das Erste, was ich gemerkt habe, war, dass die Menschen sehr freundlich sind. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, dass Russland nicht so ist, wie man immer denkt in Deutschland. Russland ist nicht so wie im Fernsehen. Russland ist nicht so, wie es in der Zeitung steht. Wenn man wissen will, wie Russland ist, muss man hinfahren und am besten vorher keine Zeitung und kein Fernsehen mehr schauen für ein Jahr lang. Medien soll man nicht glauben. Die Medien berichten immer falsch, übertrieben, egal ob in Deutschland oder in Russland. Ich lese keine Zeitung, ich habe kein Fernsehen. Mir geht es viel besser seitdem. Ich schaue mir selbst an, was los ist. Ich habe die Möglichkeit, selbst nach Russland zu fahren, mir selbst anzuschauen, was in Russland los ist. Ich brauche kein deutsches Fernsehen, keine deutsche Zeitung. Ich kann selbst nach Deutschland fahren, mir anschauen, was da los ist. Ich schaue auch kein russisches Fernsehen und lese auch keine russische Zeitung. Danke. Außer Ostexperte. Ist ein Studienaufenthalt in Russland populär bei den jungen Menschen in Ihrem Land? Ich glaube, es wird immer populärer. Aber vor 10, 15 Jahren, als ich das gemacht habe, war es noch überhaupt nicht populär. Danke. Was haben Sie hier in Russland schon gelernt? Aber wovon träumen Sie jetzt? Was habe ich in Russland schon gelernt? In Russland habe ich gelernt, dass man manchmal geduldig sein muss. Dass man nicht alles messen kann und sich nicht immer auf alles verlassen kann. Man muss geduldig sein, in sich selbst vertrauen und sich auch selbst helfen. Was war die nächste Frage? Wovon träumen Sie jetzt? Wovon träume ich jetzt? Ich träume davon, dass es zwischen Russland und Deutschland wieder besser wird. So wie vor vielleicht, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahren, als ich nach Russland gekommen bin. Vielleicht so wie vor 10 Jahren. So soll es wieder werden. Nächste Frage. Was sagen Ihre Eltern und Freunde zu Ihrer Wahl, in Russland zu arbeiten? Meine Eltern sagen zu mir das Gleiche, was ich selbst zu mir sage. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. War bzw. ist es schwer für Sie, hier in Russland zu leben? Was gefällt Ihnen hier und was eher nicht? In Russland gefällt mir die Einstellung der Leute zum Leben.
Die Leute leben jetzt und hier. Sie denken nicht so viel an morgen wie in Deutschland. Sie nehmen die Sachen, wie es ist. Was gefällt mir nicht in Russland? Oder was gefällt mir noch in Russland? In Russland kann man viel mehr Sachen machen als zum Beispiel in Deutschland. Man hat viel mehr Freiheit. Im Geschäft, im Business zum Beispiel. Was mir nicht gefällt ist, in Moskau ist die Luft relativ schlecht. In Moskau gibt es viele Staus, wobei es schon besser geworden ist. Mir fällt jetzt nichts direkt ein, was in Russland schlecht ist. Oder was mir persönlich schlecht ist. Was tun Sie hier in Ihrer Freizeit? Welche Veranstaltungen besuchen Sie? Ich besuche die Ostexperte-Treffen. Ich gehe in den Sportsaal. Ich gehe spazieren auf dem Roten Platz. Ich gehe manchmal ins Museum. Es gibt immer viel zu tun. Sie wohnen hier in Russland schon seit einigen Jahren. Was hat sich zum Guten und was zum Schlechten hierzulande seitdem geändert? In Moskau hat sich zum Guten geändert, dass es weniger Staus gibt, dass die Leute zivilisierter Auto fahren, zivilisierter parken, dass es größere Bürgersteige gibt, Trottoir, dass die Stadt irgendwie sauberer geworden ist, aufgeräumter geworden ist. Das habe ich gemerkt. Danke sehr. Das ist alles. Okay, danke sehr.